Und dann verschiebe ich auch hier die Wände und alles. Weil das da wird nachher mein Turmalinraum. So. Ach, die verschiebe ich auch mal hier hin. So. Na gut. Das heißt, ich könnte theoretisch auch dich schon mal hier hin verschieben. Das war ein netter Glitch. Den wollte ich eigentlich nicht. So, hier rüber. Dass das Feld da erstmal frei bleibt. Die trainieren fleißig. Sehr gut. Ah, sehr schön. Ich habe wieder genug Holz. Also kommt wieder ein gutes Bett hier hin. Oh, gerade verkehrt rum. So. Kann ich mit den Steinen, die ich habe, die Treppe vollenden? Ja, kann ich. So. Na, schaut mal, hier wäre eine Abzweigung. Sollen wir mal kurz gucken, wohin die führt? Abzweigungen sind immer etwas suspekt. Also gucken wir uns die mal ein bisschen an. Und wir sind kurz davor, wieder im Plus zu sein. Sehr schön. Ach, die führt zu mehr Gold. Scheint auf jeden Fall eine etwas längere Abzweigung zu sein, aber die können wir ruhig ausheben. Ein Forschungspunkt für Militärspezialisierung, sehr schön. Ja, dafür bräuchten wir jetzt allerdings wieder mehr Eisen. Und uns fehlt immer noch. Oh, hier hinten ist noch mehr Gold. Mehr Gold ist immer gut. Wir brauchen das Gold nämlich eh. Und ja, die Abzweigung ist ganz schön lang. Okay, ich glaube, hier kommt sie zu einem Ende langsam. Und das war eine meiner Trainingsfiguren. So, der fällt jetzt runter. Ich glaube, ich hole die beiden erstmal hier raus. Genau, lass ihn mal hier runtergraben. Oh, und unsere Beliebtheit ist schon wieder gesunken. Das ist nicht so schön.
Aber ist kein Problem, wir können jetzt unser drittes gutes Bett bauen. Und können wenigstens schon mal eine Treppe setzen. So. Die sind am Hochtrainieren. Gold sieht noch einigermaßen okay aus. Es ist keine Glanzleistung. Deswegen werde ich mal den Marmor los. Den brauchen wir zurzeit eh nicht. Um an ein bisschen mehr Gold zu kommen. Und ja, man sieht schön, dass wir in einen Tunnel reingraben. So, machen wir mal mit der Dekoration ein bisschen weiter. Ich wollte Wandgemälde aufhängen. Einfach, weil sie schick aussehen und ein bisschen Zufriedenheit geben. Und das war schon an meinem Holz. Und ich könnte mal hier den Garten verkleiden. Und das war's dann halt in meinem Holz. Das gibt's doch nicht, dass ich nicht hier rumkomme, was die Zufriedenheit meiner Zwerge angeht. Da habe ich wirklich nicht aufgepasst. So, geben wir ihnen einen Schrubbereimer noch. Und alles andere kann ich mir leider nicht leisten. Vor allem die Statuen, die bringen so viel Freude. Oder die Cerberus-Wächterstatue. Pflanzkübel kann ich auch gerade keine stellen. Ich kann aber schon mal hier eine Leiter aufstellen, hier hinten. Nein, kann ich nicht. Mir fehlt genau ein Holz. So, jetzt kann ich aber eine Leiter aufstellen. Gut. Achso, ich weiß, warum die Zufriedenheit runtergegangen ist, weil meine... die hier zerstört wurden. Die geben nämlich auch ein bisschen Zufriedenheit. So, machen wir hier mal den Garten etwas größer. Und dann können wir hier den Garten schon mal abschließen. Können hier das Schlafzimmer etwas verzieren. Hier ist tatsächlich wieder eine kleine Abzweigung. Die wird wahrscheinlich in den Raum hier reinführen, der wohl nicht zum Tunnel dazugehört. Hm. Werden wir ja sehen, wenn es soweit ist. Ich will erstmal gucken, dass ich hier in der oberen Ebene grab, bis nichts mehr geht. Und da hat sich eine Karottenpflanze in Luft aufgelöst, weil ich sie nicht nachbauen konnte, weil ich nicht genug Holz habe. Yay. Oh, Eisen. Eisen, Eisen. Eisen ist gut.
Eisen bedeutet mehr Eisentruhen, bedeutet mehr Lagerfläche. Braucht aber auch mehr Holz. Eisen bedeutet aber auch, dass ich meine Zwerge aufstufen kann. So, und ich glaube, hier ist Ende im Gelände. Jo, sieht fast danach aus. Das heißt, ich kann die Leiter mal nach hier drüben verschieben. Also hier geht der Tunnel weiter. Das sieht man schon ziemlich gut. Hier ist ein kleiner Nebenraum. In dem wir als nächstes reingraben können, sobald ich meine Zwerge hier verbessert habe. So, er ist am Forschen, das ist gut. Und da ich genug Eisen habe, müssen die weiter trainieren. Weil Level 7 ist nicht wirklich viel. Und ja, hier kommen wir wirklich dann tatsächlich in den Nebenraum rein. In den würde ich dann gerne als erstes reingraben, weil scheinbar... So, Beleuchtung. Beleuchtung bringt mir nicht viel. Das bringt... Oh, da bringt das Zufriedenheit. Hey, das bringt tatsächlich Zufriedenheit. Also ja. Turmalin bringt mir auch mehr Zufriedenheit. Steinlaternen bringt ziemlich wenig. Also ja, setzen wir hier zwei Laternen hin, für noch mehr Zufriedenheit. Weil wir sind fast am Schwellwert angelangt. Sehr gut. Müssen erst warten, bis der hier aufgewacht ist. Und wir haben es endlich geschafft. Wir sind wieder im grünen Bereich. Die Zufriedenheit dürfte ganz langsam steigen. Ja, ganz langsam. So, würdest du dich jetzt bitte an die Arbeit machen und die Sachen aufstellen? Dann kommt hier noch ein gutes Bett hin, dann wird noch der Boden fertig gemacht. Nee, das passt so. Hier kann noch ein bisschen Marmor hin. So, genau. Da unten baut er jetzt den Fackelhalter. Und sobald die beiden mit ihrem Training an den beiden Figuren fertig sind, sehr gut, wir haben genug Material für noch ein gutes Bett. Eigentlich bräuchten wir als nächstes einen guten Tisch. Also noch so einen Tisch. Der braucht allerdings wieder Holz. Wobei ich mit dem Holz, was ich jetzt habe, erstmal das Schlafzimmer auskleiden sollte. Und nicht mehr genug Holz für Dielenböden. Dafür genug Stein für das Ding hier. So. Jawohl, grüner, sehr schön im grünen Bereich.